Hallo und herzlich willkommen bei Modellbahnunion. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir was brandaktuelles, nämlich von der Firma Rocco einen 628 im wunderschönen Design vom Bahnland Bayern. Ja, den werden wir uns gleich genauer anschauen. Er ist ganz frisch auf dem Markt, diese Woche erschienen und jetzt möchten wir euch diesen ein wenig näher bringen. Wie immer gleich etwas zum Vorbild, dann etwas hier zum Modell, dann geht's raus in die freie Wildbahn, wo wir uns natürlich auch die Sounds dieses Modells anhören und dann zum Schluss mein Schlusswort. Beginnen wir also mit dem großen Vorbild. Da muss ich jetzt aber auch direkt sagen, wir haben letztes Jahr schon den 628.4, so wie er hier steht, vorgestellt in Verkehrsrot. Es ist im Prinzip exakt das gleiche Modell, nur halt mit einem anderen Design und die Innenanrichtung ist minimal anders. Ansonsten ist es 1:1 das gleiche. Das heißt, wenn euch jetzt die Geschichte vom 628 interessiert, dann klickt doch einfach auf das Video von letztem Jahr. Die Beschreibung dazu findet ihr natürlich in der Videobeschreibung zu diesem Video. Einfach draufklicken und ihr gelangt zu diesem Video. Bei uns möchte ich jetzt, was das Modell angeht, auf die Geschichte eingehen. Was hat es mit diesem Bahnland Bayern zu tun? Warum ist der ganze Zug damit bedruckt? Und da möchte ich jetzt den Fokus drauf setzen. Fangen wir ganz vorne an. Der Aufgabenträger für den Personennahverkehr in Bayern ist die Bayerische Eisenbahngesellschaft MBH, kurz BEG. Es ist ein Unternehmen, das 1995 in München gegründet wurde und zu 100% dem Freistaat Bayern gehört. 2010 hat man dann entschieden, bei der BEG die Dachmarke Bahnland Bayern ins Leben zu rufen. Und da richtete sich die Kampagne der BEG mit Anzeigen, Plakatmotiven, Radiospots und Ausflugstipps an die Bahnfahrer in Bayern. Und das Ziel des Ganzen war, einfach mehr Leute auf die Schiene zu bringen. Sei es beruflich, sei es freizeitmäßig oder sei es dann Bayern auch ein sehr bekanntes Ziel für den Tourismus. Der Anstoß für die Einführung der Marke Bahnland Bayern war die wachsende Zahl der Eisenbahnverkehrsunternehmen in Bayern. Je mehr Unternehmen in unterschiedlichen Farben im bayerischen Schienennahverkehr unterwegs waren, desto schwieriger wurde es für die Fahrgäste, dahinter ein zentrales gesteuertes System zu erkennen. Mit einheitlichen Qualitätsstandards, Fahrplaninformationen und Fahrkarten wie dem Bayern-Ticket. Die Marke Bahnland Bayern bildet seit 2010 dieses gemeinsame Dach für den gesamten bayerischen Regional- und S-Bahn-Verkehr. Beispielsweise trägt jeder Zug, der im Auftrag der BEG unterwegs ist, das Bahnland Bayern-Logo mit dem Zusatz Zeit für dich. Machen wir weiter mit unserem 628 hier vor uns. Der ist nämlich Teil der GOI-Bodenbahn. Die GOI-Bodenbahn gibt es seit 2002. Sie ist eine Strecke im Regionalverkehr Bayern. Sie ist 45,5 Kilometer lang. Es ist die Kursbuchstrecke 932. Die verläuft von Neufahrn über Radeldorf, Straubing nach Bogen. Die Fahrzeit zwischen München und Straubing wurde durch den Betrieb der GOI-Bodenbahn und sage und schreibe 22 Minuten verkürzt. Unterwegs sind 5 Garnituren, alle betrieben mit 628ern. Insgesamt, aufgrund des Taktes, der stündlich verkehrt, haben wir dann am Tag 40 Züge mit 14 Stationen. Und die 5 Dieseltriebzüge, wie gesagt, alle Baureihe 628, sind die 628er 422, 423, den wir jetzt hier im Modell haben, 424, 425 und 426. Dazu sei gesagt, dass der 423, den wir jetzt hier haben, aufgrund des Jubiläums der Stadt Bogen auf den Namen Stadt Bogen getauft wurde. Das sieht man auch hier oben wunderschön. Genauso wie der 628 424, der trägt ebenfalls dieses Design vom Bahnland Bayern. Und der 426 hat den Namen Landkreis Staubing Bogen erhalten. Seit dem Fahrplanwechsel 2014 verkehren die Züge zwischen Neufahrn und Bogen täglich von 5 bis 0 Uhr und am Wochenende bis 1 Uhr im Stundentakt. Und seit 2016 ist im Rahmen der Ausschreibung des Liniensterns Mühldorf die GOI-Bodenbahn in die Südostbayernbahn eingegliedert worden. Ja, also ihr seht es, eine sehr, sehr interessante Strecke mit einer sehr bewegenden Vergangenheit. Das soll es aber auch erst einmal gewesen sein mit dem Vorbild, wo wir uns ja hier erstmal nur auf die Geschichte, die sich dahinter verbirgt, beschränkt haben. Die Geschichte
Und zum Vorbild, mehr Informationen dazu findet ihr, wie anfangs schon gesagt, in dem Präsentationsvideo von letztem Jahr, wo wir den 628.4 schon vorgestellt haben in Verkehrsrot. Das war's jetzt zum großen Vorbild. Jetzt geht es weiter mit dem kleinen Modell in 1:87. Wir haben hier den VT 628-423. Hier vorne, das ist der VT, das heißt die Seite mit Motor, und hier hinten den 928-423. Das ist die VS-Seite, sprich der Steuerkopf, Steuerwagen. Einmal hier der Motor und einmal hier der Steuerwagen. Das erkennt man auch hier unten drunter. Hier der Unterbaumotor und hier ist nix. Wir haben die Rocco Artikelnummer 72077. Es ist die Gleichstrom-Variante mit Sound-Up-Werk. Das Ganze gibt es noch in Gleichstrom-Analog. Das ist die Artikelnummer 72076. Und für unsere Wechselstromfahrer ist es die Artikelnummer 78077. Wir haben hier im Prinzip eine völlige Neukonstruktion, was das Außendesign angeht, denn der 628, so wie wir ihn hier haben, den haben wir schon letztes Jahr präsentiert bekommen von Rocco in Verkehrsrot. Das ist im Prinzip jetzt nur ein äußeres Design, was neu ist. Ansonsten ist vieles gleich wie bei dem 628, den wir letztes Jahr schon vorgestellt haben. Die Besonderheit hier natürlich die Bedruckung, da gehen wir gleich näher drauf ein. Erst einmal die ganzen Sachen, die mitgeliefert werden. Einmal hier haben wir eine Broschüre für den Sounddecoder, der verbaut ist. Dann haben wir die normale Bedienungsanleitung, Ersatzteilblatt, und dann haben wir hier auch nochmal einen Zettel für die ganzen Sounds, die sich halt hier auf einer Liste befinden, wo man dann halt ablesen kann, was was ist. Dann haben wir Kurzkupplung beigefügt, einmal von Rocco für beide Seiten. Dann haben wir ganz normal Standard Bremsschläuche, die aber schon am Modell verbaut sind. Dann haben wir für den Übergang sozusagen vom VS zum VT am Faltenbalk die Steuerleitungen, die muss man noch ansetzen. Und dann hat man hier dieses wunderschöne längliche Teil, ich hoffe mein Kameramann kriegt das jetzt hier gut drauf, das ist im Prinzip der Kupplungsschacht, den man relativ einfach montieren kann. Hier hinten das Silberne, das ist die Feder, die ist ein bisschen fummelig einzuhaken, mit ein bisschen Übung geht das aber relativ fix. Wie funktioniert das? Man hat hier unten das letzte Drehgestell, das kann man einfach nach unten abziehen, dann setzt man einfach die Öffnung über die Öffnung von dem Drehgestell, von der Drehgestellaufnahme, verbindet die Feder sozusagen mit dem Chassis und hat dann hier vorne den NEM-Shut nach 362, wo man dann diese Kurzkupplung reinstecken kann, und dann hat man die Möglichkeit, Doppeltraktion zu fahren, mit zwei 628ern zum Beispiel, die dann auf einer Adresse programmiert sind, wo man dann schön in Doppeltraktion fahren kann, oder man macht es wie zur damaligen Bundesbahnzeit und hängt hinten einfach noch einen Güterwagen dran. Das gab es wirklich. Also wie gesagt, hat man das auf beiden Seiten, die Möglichkeit, und hat damit dann die völlige Freiheit, entweder fährt man einzeln oder in Doppeltraktion. Was das Modell angeht, es ist eine wunderschöne Bedruckung, trennscharf, man erkennt alle Details, auch die Längsrahmen sind vorbildgetreu bedruckt. Was ich auch schön finde, ist, dass neben der wunderschönen Bedruckung im Bahnland Bayern Design, hat Rocco auch daran gedacht, hier an den Übergängen sozusagen, am Wagendach, an der Wagenkante, einen roten Strich zu lassen. Was ist das? Wir haben hier bei dem Fahrzeug keine Lackierung, sondern eine Beklebung. Und man ist ganz einfach da hingegangen und hat hier oben an der Dachkante gesagt, die sieht keiner, da müssen wir jetzt nicht auch noch aufwendig was hinkleben. Das lassen wir einfach so. Das hier ist der Originallack, nämlich das Fahrzeug ist noch verkehrsrot, es ist halt nur beklebt. Und da hat Rocco auch dran gedacht, das hier dann halt auch verkehrsrot zu lassen. Finde ich ein sehr schönes Detail. Ansonsten haben wir hier an der Seite eine Zugzielanzeige, einmal hier und jeweils vor Kopf mit dem Zugziel Mühldorf Oberbayern. Ich drehe das hier mal so ein wenig nach vorne, dann können wir auch einen Blick in den Führerstand werfen. Da hat man auch schön dran gedacht, hier links und rechts an die anklappbaren Spiegel. Man hat hier unten vorbildgerecht die gesamten Bremsschläuche und halt auch die Steuerleitung. Die ist vorhanden, das ist alles sehr schön umgesetzt, und hier oben auch, wie gerade eben beim Vorbild auch schon gesagt, unser Zug hier wurde auf die Stadt Bogen benannt, und das sehen wir hier auch auf beiden Seiten. Ja, was bietet der Zug sonst? Die Eckdaten. Wir haben separat angesetzte Scheibenwischer. Wir haben eine Innenbeleuchtung, die schaltbar ist. Wir haben sehr viele beleuchtete zusätzliche Sachen, wie zum Beispiel eine Zugzielanzeige auf jeweils dem Führerstand oben.
Wir haben eine aufwendige Gestaltung der Unterböden. Dazu kommen wir gleich. Wir haben einen fünfpoligen Motor mit Schwungmasse. Wir haben zwei Achsen, die angetrieben sind. Wir haben eine Achse mit Haftreifen. Inneneinrichtung ist verbaut. Innenbeleuchtung ist verbaut in LED-Technik, die wir auch digital schalten können. Wir haben eine Kupplung nach NEM 362 mit Kurzkupplungskinematik. Das ist das, was ich gerade eben gezeigt habe, was man noch montieren müsste, wenn man es wollen würde. Wir haben einen Mindestradius von 358 mm. Das entspricht bei Rocco dem R2. Wir haben einen Digitaldecoder Plux 22 mit Sound verbaut. Wir haben auf beiden Seiten drei Lichtspitzenlicht und zwei Lichtschlusslicht mit der Fahrtrichtung wechselnd. Und wir haben sogar einen Pufferkondensator, das heißt einen Energiespeicher, was die Fahrt über schmutzige Gleise ermöglicht, beziehungsweise über nicht polarisierte Weichenherze. Da ist dann halt die Möglichkeit, dass der Zug einfach sanft darüber hinwegfahren kann, obwohl er kurzzeitig keinen Strom hat. Und zum Schluss die Länge über Puffer 533 mm. Ja, Freunde, das waren die Eckdaten. Das war unser kleines Modell. Jetzt möchten wir auch etwas hören und dazu gehen wir jetzt in die freie Wildbahn. Und dazu sage ich viel Spaß und wir sehen uns hier gleich nochmal wieder.
Da sind wir also am Schluss angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch dieses Modell jetzt so gut gefallen hat, dass ihr es euch kaufen möchtet, ist das überhaupt kein Problem. Sehr gerne. Einfach auf modellbahnunion.de gehen, da im Internetshop die Artikelnummer eingeben, die passende, und schon könnt ihr euch den wunderschönen Triebwagen nach Hause liefern lassen. Auch an dieser Stelle nochmal danke an Rocco, denn Rocco hat uns diesen wunderschönen Triebwagen zur Verfügung gestellt. Danke auch, wie gesagt, nochmal an dieser Stelle, und sollten eurerseits jetzt noch Fragen auf sein bezüglich des Modells oder im Allgemeinen, einfach hier unten die Kommentarfunktion nutzen oder eine E-Mail an uns schicken und wir werden uns dann, ihr kennt das, schnellstmöglich bei euch melden. Das war's von mir. Viel Spaß jetzt mit dem Fahrzeug und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Macht es gut und tschüss.